Moin Moin meine Freunde, heute mal wieder ein kleines Slash Quest Video und zwar zu einer ganz speziellen Taktik, wie wir mit Hilfe der Riesenrune richtig, richtig viele Stages an einen eigentlich vermeintlich schlechten Ligatag hinkriegen. Viel Spaß! Ich wollte euch heute einfach mal die Tramble-Taktik vorstellen. Warum heißt sie so? Weil das Riesen-Runen-Item Tramble heißt. Es funktioniert einfach so, dass du so viele Stages wie möglich schaffst, indem du die Riesen triggerst und nur auf Feuer spielst. Also, ihr seht gerade, das Setup ist jetzt nicht das stärkste, sind keine Bombenmeiner am Start, sind auch keine Packer am Start, aber dafür Switchbücher, die sind extrem wichtig, und Baby Dragons. Die spielt ihr nämlich mit Feuer-Item, um die ganzen Sachen zu entzünden. Die Riesen spielt ihr mit Heal-Item, damit diese nicht wegsterben. Und dann spielt ihr noch die Bogies mit Feuer-Item, damit ihr noch eine Alternative zum Babyfeuer habt. Ich zeige euch heute mal, was alle so geschafft haben. Ich habe 13 gemacht, was schon echt viel war. Ich zocke jetzt momentan die Liga wieder ein bisschen aktiver. Gabriel hat 14 gemacht, der kennt die Taktik auch. Speerwerfer nur 8, der Kollege hier 11. 8, also ihr seht schon, es ist schon extrem viel, meine 13 und die 14. Und ich will euch jetzt mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es vorhin einfach im Stream gemacht und da dachte ich mir so, könnte man eigentlich auch mal auf YouTube zeigen. Vielleicht kennt die Taktik der eine oder andere von euch noch nicht. Rein da, Freunde, rein. So, wir fangen an, indem wir als erstes die Riesen nach vorne bringen. Wir haben 4 Switch-Bücher am Anfang. Ist ganz okay. Machen wir mit Hilfe der Baby Dragons. Die brauchen wir zumindest in 3 Lanes, damit wir alles entzünden. Dass wir hinten 3 Babys haben, dann wasten wir einen Bomber. Wir nehmen nochmal Riesen. Und jetzt können wir mit Hilfe der 3 Babys, ja gut, fast alles bis auf den Tesla hinten entzünden, aber das ist kein Thema. So, und jetzt müssen wir einfach nur das Feuer knallen lassen und unser Feld aufräumen. Wichtig ist, dass wir so viele Riesen wie möglich nach ganz vorne kriegen. Und da ist auch schon die erste Rune. Zack, Stage fast clear. Und so soll das jetzt immer weitergehen. Die Riesenrune, die Chance ist relativ gering, dass sie aktiviert wird. Aber wenn sie aktiviert wird, dann knallt das richtig rein. Und da sind wir jetzt schon in der zweiten Runde. Ihr seht, die ersten Riesen sind vorne. Wir switchen einmal, damit wir die Babys wieder schön zusammen haben. Jetzt einmal auf ganz entspannt einen Bomber gespielt. Und jetzt können wir mit zwei Babys entzünden. Alles entzündet. Let's go. Jetzt sieht es langsam stabil aus. Wir haben so viele Riesen vorne, das passt schon. Ihr seht, die Riesen hielten sich immer weiter hoch und die Taktik basiert darauf, dass die Riesen jedes Mal gehittet werden, sich wieder hochhielen und ihre Rune reinknallen. Bam! Alter, als hätte ich es gewusst, genau in dem Moment. Und jetzt ist es wichtig, dass wir so viele Einzelne wie möglich spielen. Das heißt, Truppen nicht in Kombis spielen. Jetzt habe ich hier eine 2er Barbaren-Kombi, ohne geht's leider gerade nicht. Oder ich spiele die 2er Minion-Kombi, ist eigentlich egal, ich nehme jetzt einfach die Minions, dann haben wir nämlich die Barbaren schon mal getrennt. Aber so viel es geht, einzeln spielen. Und bei den Refills ist es wichtig, dass ihr immer das nehmt, wovon ihr am meisten bekommt. Es ist im Prinzip egal was. Wichtig ist nur, dass ihr immer ein paar Baby-Dragons habt. Also wenn Baby-Dragon-Refill ist, dann natürlich den nehmen. Und sonst das nehmen, wovon am meisten da ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel Riesen nehmen würde, hätte ich gleich mein ganzes Feld voller Riesen und wäre gezwungen, sie irgendwas zu spielen. Funktioniert nicht. Deswegen nehmen wir jetzt einfach die Archer, 12 Stück. Wir haben super viele Babys hier auf dem Spielfeld. Wir setzen einen Switch, dann haben wir direkt alles entzündet wieder. Und dann geht's weiter. Lassen wir wieder das Feuer knallen. So, hier nehmen wir jetzt die Barbaren. Hier nehmen wir die Minions, weil Riesen haben wir mehr als genug. Weil zu viele ist auch doof. Bam. Geil. Irgendwann werdet ihr an den Punkt kommen, Freunde, wo es so aussieht wie jetzt. Ihr habt ja die ganze Zeit Babys genommen und habt übelst viele Riesen. So, was machen wir jetzt? Es wäre total dumm, die Babys alle zu spielen, weil wir übelst viele wasten. Wir haben aber intelligenterweise Switchbücher genommen. Also werden wir jetzt 2 Riesen so switchen, dass wir sie quasi einsperren. Also hinten links, dass wir quasi hinten links immer ein Feld frei haben und es kann ja kein Riese nachkommen. Das bedeutet, dass wir jetzt hinten links immer ganz entspannt einfach die Einheit, die nachkommt, spielen können und das Feuer weiter knallt. So, seht ihr, wir können jetzt hinten links die ganze Zeit irgendwas spielen. Es kann kein Riese nachkommen, unsere anderen Riesen tanken. Die sogenannte Corner-Taktik. Ist natürlich jetzt auch ungünstig, dass die ganze Zeit Baby-Dragons nachkommen. Was anderes wäre halt cooler, damit wir die Babys nicht so wasten. Die brauchen wir halt fürs Entzünden. Aber was soll's.
Und das kommen einfach alle Babys. Ist ja unglaublich, Chat. Hier zeige ich euch jetzt mal den perfekten Anfang einer Runde. Wir sind mittlerweile bei Stage 8 und so sieht es top aus. Ihr habt hinten den Corner, den müssen wir jetzt natürlich einmal zerstören. Jetzt haben wir nur 3 Baby Dragons, die wir spielen müssen, haben aber noch 14 hinten. Es ist immer wichtig, so wenig Baby Dragons wie möglich zu spielen und trotzdem so viel wie möglich zu entzünden. So können wir mit 3 Baby Dragons fast alles entzünden. Da wir links cornern, machen wir das Gold Storage, was nicht entzündet ist, sowieso kaputt. Also spielen wir zuerst die 3 Babys. Auf easy. Nehmen die Rockets. Rockets natürlich immer wichtig. Manchmal seht ihr halt, eine Stage kriegt ihr durchs Feuer nicht mehr geklärt und es stehen nur noch 2 Gebäude. Dann Rockets da einfach kurz. Dafür sind sie da. Jetzt machen wir schön die Corner-Taktik hier. Und jetzt können wir ganz entspannt wieder ausspielen. Jetzt kommen die ganze Zeit Baby Dragons nach. Dadurch geht das Gold Storage so oder so kaputt. Und im besten Fall knallt noch die Rune rein. Optimal. So, damit war es das schon fast mit dem Gold Storage. So, und jetzt können wir ganz entspannt weiterspielen, wie immer. Oh, schön. Noch eine Rune, Digga. Noch eine Rune. So wichtig. Manchmal hat man so ein Pech mit den Runen, Digga. Hier am Ende von Stage 8 sehen wir jetzt zum Beispiel, dass es übelst waste wäre, wenn wir jetzt noch 4 Spielzüge verschwenden, nur um die beiden Gebäude kaputt zu machen. Deswegen rocketen wir jetzt einfach kurz. So, und machen noch einen Zap. Jetzt haben wir nämlich wieder einen perfekten Start. Und kriegen sogar nochmal einen Baby Dragon Refill, was optimal ist. Jetzt switchen wir einmal, können wieder mit 3 Baby Dragons anfangen. Dann switchen wir wieder zurück und haben wieder die Corner-Technik. Wir nehmen nochmal Babys. Einmal zurück, weiter cornern. Hier kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir ein Problem haben. Unsere Taktik funktioniert nicht mehr. Wir kriegen halt kein Feuer. Wir haben keine Baby Dragons als Refill. Deswegen nehmen wir natürlich den besten Refill, den wir kriegen können. Minions. Man könnte jetzt theoretisch versuchen, weiter zu cornern. Bringt allerdings nichts. Weil die Riesenrune, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass wir das clearen. Deswegen werden wir es jetzt so machen, dass wir ein paar Riesen spielen und dann eine 10er Minion-Kombi plus Rockets, die wir uns ja nach und nach angespart haben, raushauen. Und dann clearen wir das hier noch und dann könnten wir Glück haben, dass wir uns nächste Stage wieder fangen. Einmal switchen und 3 Riesen spielen. Und, eine 9er haben wir jetzt. Die restlichen Riesen würde ich gerne behalten. Und wir haben noch 10 Rockets. Das heißt, mit den Rockets und mit den Minions können wir jetzt arbeiten. Das ist doch nicht schlimm, wenn wir die meisten Rockets raushauen. Leider reicht uns der Kombi-Damage doch nicht von einer 9er Kombi. Wir müssen auf eine 11er Kombi gehen. Wir werden deswegen nochmal ein Switchy wasten müssen. Wir werden die beiden hier eben tauschen. So, dann spielen wir einen riesen raus. Spielen wir einen Riesen raus. Sterben zwar leider auch Minions. Aber wenn wir jetzt noch den anderen Riesen spielen, haben wir zumindest eine 11er Kombi. Jetzt haben wir einen Riesen Kombi Damage und können den Rest mit Rockets machen, sodass die Minions den bestmöglichen Damage haben. Aber wenn wir Glück haben, kriegen wir nochmal Baby Dragons und kommen vielleicht doch noch ein, zwei Stages weiter. Leider keine Baby Dragons gekriegt, aber dafür haben wir wieder eine 11er Minion Kombi, also werden wir wieder mit Rockets und Minions spielen müssen. Ich denke, dass es so weit kommt, dass wir theoretisch die Riesen spielen müssen, um weiterzukommen. Damit ist unsere Taktik dann vorbei, aber irgendwann kommt halt der Punkt, mal früher, mal später. Jetzt holen wir uns noch mal ein paar Rockets mehr. Und wenn alles gut läuft, könnten wir die Stage noch clearen. Wir wissen halt nicht, was in der anderen Hütte ist. Deswegen müssen wir trotzdem gucken, dass die Minions so gut wie möglich Value haben. Jetzt haben wir maximales Value und müssen jetzt auch was Vernünftiges in der Hütte haben. Wir müssen jetzt hoffen, dass die Barbaren reichen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es schon fast nicht. Einer stirbt schon mal weg. Und hier endet die Reise. Ganz, ganz knapp. Trotzdem, extrem gute Runde. Ihr habt trotzdem gesehen, dass die Taktik klappt. Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viele Baby Dragon Refills bekommst du. Und wie oft knallt auch die Riesenrune rein.
Bei meinem ersten Run hat die Riesenrune ein bisschen öfter reingeknallt und ich hatte ein bisschen öfter Baby Dragons. Letztendlich war es eine Stage-Unterschied. Trotz allem kriegt ihr damit definitiv die beste Value raus, wenn ihr einen Tag habt, wo keine Packer und keine Bombminer dabei sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte mit der Taktik ein wenig eure Liga verbessern. Wenn ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.